Hallo und herzlich willkommen zu Mesh unterm Messer. Heute besprechen wir die 14. Episode der dritten Staffel, die 62. Episode überhaupt mit dem schönen englischen Titel Private Charles Lamb und dem etwas mehr verratenden deutschen Titel Freiheit für das Osterlämmchen. Und wir, das sind heute die Dela. Hi. Ja, und ich, der Flo. Hallo. Hi. Ja, worum geht's in dieser Folge? Ja, das Camp ist voller griechischer Soldaten, die aber auch in wunderschönster Perfektion von unserem Team wieder zusammengefliegt werden, was deren Kommandanten ein wenig rührt und dazu ja zwingt oder dazu bringt, ein Osterfest für seine Leute und auch für die ganze Belegschaft des Mesh auszurichten, inklusive Schnaps und Lämmchen. Aber Ryder, unser Tierfreund, rettet das Lamm, indem er Henry gefälschte Entlassungspapiere unterschreiben lässt und das Lamm nach Iowa zu seiner Familie schickt. Ansonsten gibt's auch noch einen Soldaten, der sich selber ins Bein schießt, um entlassen zu werden. Der erzählt das blöderweise Frank, weil er ihn für den Vater hält. Aber unter der Drohung der Amtsanmaßung können Hawkeye und Trapper vermeiden, dass Frank den Jungen anschwärzt. Und der vors Militärgericht kommt. Ja. Es geht also, nachdem wir in der letzten Folge Raiders Zoo hatten, weiter mit Raiders Zoo. Finde ich aber süß, dass sie dann das doch irgendwie beibehalten und nicht erstmal ein paar Folgen wieder vergessen. Das auf jeden Fall. Und vor allem, ich fand das auch so süß, wie er eben wirklich die ganze Zeit mit seinem Opossum oder Stinktier oder was auch immer sein möge, kuschelt, während er eben mit Leuten telefoniert und so weiter. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Ja, Raider ist wieder mal ein echtes Highlight, also großartig. Aber ja, fangen wir an mit den Haufen Griechen. Wir haben Besuch von Colonel Anthropolis. Ein ziemlich, ich weiß auch, es kommt mir irgendwie ein falscher Name vor, keine Ahnung wieso. Und er ist sehr dankbar für die Art, wie seine Männer behandelt wurden. Und weil am Sonntag Ostern ist, was übrigens lustig ist, weil diese Folge am 31.12.1974 ausgestrahlt wurde, lässt er lauter griechische Spezialitäten herbeischaffen. Uso und Moussaka und gefüllte Weinblätter. A bathtub full of Uso. Ja, und natürlich dieses arme kleine Mäh. No. Es tut mir auch wirklich etwas leid. Weil sie hätte das Fleisch schon so bringen sollen, denn ich traue dem Koch nicht zu, dass er irgendwas hinbekommt. Ja, das ist wahr. Aber ja, wir freuen uns eigentlich erstmal grundsätzlich alle. Yay, es ist Essen angesagt. Es gibt mal nicht die übliche Brühe, die es sonst immer gibt. Ja, bedauerlicherweise kriegt diese Unterhaltung eben Raider mit. Und Raider ist so überhaupt nicht begeistert. Und das heißt was, weil wir alle wissen, wie gerne Raider isst. Aber ja, er verfällt sogar fast in Panik, als er erfährt, dass dieses arme Lämmchen als Barbecue enden soll. Genau, und er wird aber auch wirklich die ganze Zeit aufgezogen. Also ich meine, Raider unterhalten sich die ganze Zeit über feinste Speisen und wie dieses Lamm zubereitet wird und so weiter und so fort. Und er wird mit jedem Satz blasser, das war schon großartig dargestellt. Ja. Und es fällt auch der Satz, I'm a vegetarian, I don't touch Popcorn. Das habe ich auch bei meinen Zitaten. Ich bin Vegetarier, Sir, ich werde Popcorn nie anrühren. Ja. Und er steigt dann ins Medikamentenlager ein, holt sich ein Betäubungsmittel. Hast du auch vermutet, dass er das arme Lämmchen aus Versehen überdosiert? Ja,
Er ist ja nicht so der Mediziner, sondern mehr so der Organisator. Aber ich finde es dann auch großartig, wenn er organisiert. Dann klappt's auch. Ja. Ein Emergency Leave für Private Charles Lamb. Und es Und ist er. das erste Mal, dass Henry nachfragt, welche Papiere er unterzeichnet. Ja. Es tat mir so leid. Und Henry fragt dann, wer ist das denn, dieser Private? Und Rayder sagt ja, der ist klein und hat lockige Haare. Genau. Und Henry ist okay, der kauft das. Ja, das war wirklich schön. Aber, und vor allem auch dieser Moment der Erlösung, als Raider so in sich zusammenfällt und Henry kommt noch mal kurz zur Tür rein. In dem Moment hat sich aber Raider schon gefangen und fällt dann wieder in sich zusammen. Das war auch sehr süß. Ja. Ja, naja, auf jeden Fall, er schmuggelt das Lämmchen aus dem Camp. Ich würde echt gern wissen, wie er es gemacht hat, aber okay. Und wie gesagt, es gibt Entlassungspapier, das Lämmchen wird nach Iowa geschickt und darf jetzt auf der Farm seiner Eltern fröhlich vor sich hinleben. Hoffen wir es. Hoffen wir es. Aber schön fand ich ja, das Lamm wird jetzt Raiders kleiner Bruder. Es gibt ja eine gewisse Familienähnlichkeit. Aber in der Verbindung habe ich auch ein sehr schönes Zitat von Raider. Ich hatte 16 Katzen bei mir zu Hause. Und bei der Musterung fand man jede Menge Katzenhaare bei mir im Hals. Lustig ist halt hier tatsächlich, Raider hat aber wirklich nur ein Problem mit lebenden Tieren. Denn es gibt zum Beispiel eine Folge, als Raider in der Folge mit den langen Unterhosen vom Koch bestochen wird mit einer, ja, mit einer Lammdelikatesse, also mit einer Lammspeise. Stimmt, ja. Ich sag ja, hätten sie das Fleisch geliefert, wäre wahrscheinlich nicht so, Genau, ja, genau. wäre nichts passiert. Aber ganz generell haben wir ja in dieser Folge wieder sehr viele Rückgriffe auf alte Folgen. Weil zum Beispiel wird auch erwähnt, dass eben nicht nur die Griechen im Camp sind, sondern auch eine Menge Türken zum Beispiel eingeliefert wurden. Die hatten wir ja letztens auch schon mit den verrückten Türken. Ja. Also das fand ich schon ganz hübsch. Und als es rauskommt, dass das Lamm verschwunden ist und Henry ja am Telefon hängt und seinen Anschluss bekommt und so weiter, verabschiedet er sich mit Abyssinia. Und das wird ja leider noch relevant werden. Ja, da kommen wir leider später auch nochmal drauf. Aber nochmal kurz zurück zu den Griechen. Das ist korrekt, also die waren in Korea und die sollten ursprünglich eine Brigade schicken und durch also durch die Erfolge der UN in 1950 wurde das Ganze dann ein wenig reduziert auf ein Bataillon. Es wurde genannt das Sparta-Bataillon. Es wurde genannt das Sparta-Bataillon und bestand aus 849 Männern. 1951 wurde es dann erweitert auf 1063 Männer. Und noch ein kurzer Hinweis: 1950 war das griechische Osterfest am 9. April, 1951 am 29. und 1952 am 20. April. Wir wissen nur nicht, welches Jahr diese Folge spielt. Genau. Fantastisch fand ich aber auch hier wieder die obligatorische Sprachverwirrung. Also ich meine, Frank legt sich mit dem Fahrer an, weil der ihn fast über den Haufen fährt, als er das Lamm anliefert. Versucht dann die Dienstgradnummer und so weiter, Dienstgrad und Dienstnummer rauszubekommen, mit Hände und Füßen. Andererseits Raider und so weiter und so fort versucht sich auch ganz freundlich mit den Griechen zu unterhalten. Das funktioniert erstaunlich gut. Und ansonsten werden halt alle Sprachen, die die Jungs so kennen, durcheinander gewürfelt. Das fand ich auch ganz süß. Ja, naja, wir hatten ja in den letzten Episoden viel Internationales, der von dir erwähnte Türke oder die Belgier. Genau. Ja, es ist schon schlechter damit umgegangen worden als in dieser Episode. Genau. Schön fand ich, dass hier tatsächlich auch der beste Satz der Folge fällt, als sie den einen Griechen zusammengeflickt haben und der soweit wieder fertig ist. Ja, put him back in the wooden horse, also steckt ihn zurück in sein Ja. Holzpferd. Den fand ich großartig, der hat mir Spaß gemacht. Ja, und dann haben wir noch den zweiten Handlungsstrang in dieser Folge. Genau. Und der ist jetzt auch wieder der etwas ernstere.
Also wir haben den Soldaten, der sich selbst ins Bein geschossen hat und der das Ganze beichten will. Lustigerweise tritt Father McKay in dieser Folge überhaupt nicht auf. Genau. Aber Frank ist gerade in seinem Zelt. Und warum ist er im Zelt? Weil er sich über diese Orgie, die bald stattfinden wird, beschweren möchte. Und ja, das sind die so großartig, weil ich meine, Frank ist ja nun erzchristlich, ich weiß nicht, ob katholisch oder protestantisch, aber ist erstmal egal. Das K steht für Kaninchen, haben wir letzte Folge gelernt. Und er regt sich auf, ja, und es werden sich Schwestern und Ärzte suhlen in Wein und Körperflüssigkeiten, so sinngemäß. Und erst opfert ihr ein Lamm, dann opfert ihr eine Jungfrau. Was, in diesem Camp eine Jungfrau? Der arme Raider. Ja, und deswegen möchte eben Frank eine offizielle Beschwerde beim Feldkaplan stellen. Der ist aber gerade nicht da. Und deswegen setzt er sich in sein Zelt, schreibt eben seinen lustigen Brief, findet sich dabei fürchterlich witzig. Wobei ich den Witz schon nicht verstanden habe, aber gut, das ist halt Frank. Es ist Frank. Ja, und da kommt dann eben dieser junge Soldat rein und hält ihn für den Faser. Der Witz ist, wir wussten das schon vorher, dass der Junge sich selber ins Bein geschossen hat. Also zumindest Hawkeye und Trapper, weil die ihn operiert haben und halt die, ja, die Wunden halt definitiv nicht anders entstanden sein konnten. Und sie sprechen ja den jungen Kerl auch indirekt so ein bisschen drauf an. Also so sinngemäß, versuch das nicht nochmal, das hätte ganz, ganz blöd enden können, so sinngemäß. Und halt dich von dem Typen fern, der dir das tun wollte, der wollte dich, ne? Aber sie wollen ihn halt vom Militärgericht beschützen. Genau, das ist jetzt wieder so das typische Verhalten für diese Figuren. Genau. Leider zeigt aber Frank halt auch sein typisches Verhalten. Richtig, aber er kommt ja nicht damit durch, denn wie gesagt, der Junge hält ihn halt für den Kapitän, aber er ist es ja nicht. Ja, zum Glück. Genau, und als Frank dann wutentbrannt zu Hawkeye und Trap rennt und sich beschwert, weisen die ihn darauf hin, hey, mein Freund, das ist Amtsanweisung, das bringt dir wahrscheinlich eine größere Strafe ein als ihm. Und damit ist dann die Unterhaltung auch ganz schnell wieder beendet. Ja, ich finde es auch gut. Ich meine, man hätte die Storyline auch noch weiterziehen können, aber ja, musste auch nicht unbedingt sein. Ja, und ich fand, so viel hat die halt auch nicht hergegeben. Genau. Aber fantastisch fand ich dann die tatsächliche Osterfeier. Denn das Lamm ist ja nun jetzt weg. Henry hat Ärger am Arsch, weil das Lamm weg ist. Also brauchen wir ein neues Lamm. Was machen wir? Ein herrliches Lamm. Wir improvisieren ein Lamm, und zwar aus, ich hoffe, es war Hack. Dosenfleisch. Ja, es ist in Lammform gebracht. So mit Ohren und Augen, und es sieht absolut katastrophal aus. Ja, es wurde auch im Laufe der Feier nicht viel davon gegessen. Also du siehst halt tatsächlich, am Ende der Feier ist noch mehr als die Hälfte da. Wundert mich gar nicht. Aber die Feier an sich scheint ein voller Erfolg zu sein. Alle tanzen. Selbst Raider tanzt am Ende auch an der Stange, fand ich fantastisch. Alle sind besoffen, inklusive Henry, selbstverständlich. Also eine richtig schöne Feier, die hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich fand zwar ein bisschen wenig Körperflüssigkeiten, aber sonst war das doch sehr schön. Nein, das war eine schöne Folge, die hat mir wirklich von der Sache her echt Spaß gemacht. Ja, ich habe auch noch ein Zitat zu Henry, der Colonel ist an der Sitzung, aber wenn es wichtig ist, kann ich ihn wecken. Genau. Ja, wie würdest du die Folge denn bewerten? Also ich muss sagen, ich habe an der Folge wieder sehr viel Spaß gehabt, weil der ernste Teil war angemessen und der Spaßteil war sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich gebe 8 von 10 Alternativlämpchen. Ja, die Folge war nicht schlecht. Also ich mag den ganzen Teil natürlich wieder sehr. Aber so ganz überzeugt hat sie mich jetzt nicht. Oder ganz so sehr. Mhm. Ich gebe 6 von 10 fehlenden Fasern. Alles klar. Gut, hast du noch Ergänzungen für die Folge? Ja. Wir haben diesmal eine Folge ohne Margaret. Ja.
Was übrigens auch thematisiert wird, denn Frank sagt, es ist ein Glück, dass Margaret diese Bacchanalie nicht erleben muss. Ja, ich fand es ein bisschen zu wenig Orgie, diese Partner. Ja, lassen wir das. Und wir haben, wie schon öfter in dieser Staffel, im OP Mr. Kwang. Ja, stimmt. Hawkeye und Trap erklären irgendwelche medizinischen Sachen. Naja, in erster Linie den Hippokratischen Eid, weil die Medizin aus Griechenland kommt. Also, ja, aber auch, ich meine, so im Laufe der ganzen Staffel wird immer wieder was erklärt. Das Lustige daran ist, auch wenn es ein wiederkehrender Charakter ist, der scheinbar irgendeine Bedeutung hat, es ist nicht bekannt, wer Mr. Kwang gespielt hat. Es ist einfach ein Extra, der keinen Text hat und dessen Namen nicht übermittelt wurde. Aber ich sehe das schon richtig, Mr. Kwang ist der eigentliche Barkeeper, oder? Nee, ich habe das immer so verstanden, als ist der, der im Offizierszelt die Barkeeper-Sache macht. Nee, ich glaube nicht. Also es ist, soweit ich weiß, ist er wirklich nur im OP immer dabei. Okay. Weil ich habe den Witz eben immer so verstanden, die Bude ist jetzt voll, wir müssen jetzt alle Kräfte akquirieren. Das hatten wir ja auch in der Folge, wo die Schwestern alle weg sind. Und dann habe ich das immer so verstanden, okay, dann nehmen wir halt jetzt den Barkeeper, weil der ist halt da. Also, ich müsste nochmal genau nachschauen. Das Lustige ist, er wird tatsächlich, in dieser Folge ist er, wie gesagt, von einem Unbekannten gespielt. Mhm. Er wird von mehreren Leuten gespielt. Wenn er mal größere Rollen hat, ist es von Leland Sun oder von Sun Tek-O. Mhm. Vielleicht taucht dafür nochmal jemand als Barkeeper auf, aber ich finde jetzt auf die Schnelle nichts darüber. Okay. Aber wie gesagt, ich kann es auch nicht mit Sicherheit sagen. Ich habe das einfach immer so... Ja, das war für mich eigentlich logisch, dass er das ist. Aber weil mir fällt jetzt sonst auch kein Koreaner ein, der fest im Camp rumläuft. Nee, werden wir noch irgendwann was merken, ja. Gut, dann würde ich sagen, ich danke dir ganz sehr, dass du dabei warst. Es war wieder sehr schön, Dela. Ich danke euch, liebe Hörer und Hörerinnenschaft, und wir hören uns demnächst wieder zu einer neuen Folge von Misch und der Messer. Bis dahin, tschüss. Bis dann, ciao.